Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Okay, Junge, spuck's aus. Hammer, ich bin es, Kurt Krugel. Wie geht's dir? Ich bin gerade mal wieder draußen. Dass du dir das Telefonieren leisten kannst, wundert mich. Hör zu, ich habe ein paar heiße Informationen für dich über den Typen, der die Villeneinbrüche und die Juwelendiebstähle macht. Hey, hör zu, vergiss die Sache. Das sind kleine Fische. Oh ja? Er steht im Verdacht, einen Bullen abgeknallt zu haben. Der Villeneinbrecher hat einen Bullen erschossen? Jetzt bin ich aber leicht angesäuert. Ohne Quatsch, ich habe ein paar ganz heiße Tipps für dich und für ein bisschen Bargeld würde ich sie dir verraten. Gib mir die Informationen. Nicht hier. Ja, wie geht's, Schätzchen? Verzieh dich, ha? Ich mach dir einen Vorschlag. Wir treffen uns im... Fantastische Idee. Ballorama, ja? Wo ist Krugel? Er verhält sich am liebsten unauffällig. Seit seiner Affäre mit Liz Taylor wird er laufend angesprochen. Das müssen die Instruktionen sein. Au! Au! Au, au! Oh, das muss aber wehtun. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe. Natürlich tut es weh. Wow! Was steht da drauf? Daumennagel geht ab. Achten Sie auf Ihre Finger beim Bowling. Verstecken Sie das Geld im Loch der Bowlingkugel und schicken Sie sie die Rinne runter. Ich rolle sie sofort mit versteckter Information zurück. Was will man mehr? Was sollte denn das? Was denn? Er hat geschrieben, Sie sollen die Kugel in die Rinne werfen. Nicht vor den anderen Männern, Doro. Inspektor Hammer, hey. Ich habe auch mal eine pinkfarbene Bowlingkugel gehabt. Schön. Aber die ist für Frauen. Wie haben Sie denn Ihren Daumen da reingekriegt? Haben Sie kein Geschirr abzuwaschen? Komm schon, Norman, befreie mich von dem Ding. Klar, ich schneide dir einfach den Daumen ab. Hör zu, da drin steckt eine wichtige Information, also beeil dich. Ich bin sofort wieder zurück. Oh. Es tut mir äußerst leid, Commissioner, dass diese Diebstähle Sie in Verlegenheit gebracht haben. Nun, es würde mir nicht allzu viel ausmachen, wenn ich gerade drei der Opferfreundinnen meiner Frau wären. Und sie macht mir jeden Tag die Hölle heiß. Captain Trunk, ich möchte umgehend Resultate sehen. Commissioner, das hier ist Inspektor Hammer. Er arbeitet bereits an dem Fall. Hm.
Einer unserer Beamten war dem Villeneinbrecher auf seiner Diebestour sehr nahe gekommen. Leider wurde er von ihm erschossen. Ich verspreche Ihnen, Commissioner, das nächste Mal sind wir schneller. Hammer, was haben Sie hinter Ihrem Rücken? Was? Oh, eine Bowlingkugel. Also, dafür gibt es eine ganz simple Erklärung. Er hat einen neuen Weg gefunden, anderen Menschen weh zu tun. Um ehrlich zu sein, Captain, das passierte während der Ermittlung im Villeneinbruchsfall. Sie bearbeiten also den Fall. Gut. Ich erwarte umgehend Ergebnisse. Sir, ich werde den Kerl finden. Und dann werde ich ihm wehtun. Sledge, ich habe ein Gleitmittel mitgebracht. Was, Butter? Nein, das ist Margarine, die leicht verdauliche mit essentiellen Fettsäuren. Wo hast du das gelernt, im Säuglingspflegekurs? Du Hohn, und spielen Sie sich nicht so auf, was soll denn das? Entschuldige. Ich brauche die Nachricht. Hammer, der Einbrecher ist der berühmte Klettermaxer aus England. Er soll alle reichen Leute in der Stadt berauben, wie aus gut informierten Kreisen gemeldet wird. Ja, Scotland Yard, hier ist Inspektor Sledge Hammer. Ich rufe aus dem sonnigen Kalifornien an. Ich brauche ein paar Informationen. Ja, mein Freund, so, was Sie nicht sagen. Hören Sie, ich brauche den Namen eines Villeneinbrechers, der hier bei uns an der Westküste arbeitet. Okay, danke sehr. Ja, Sie haben absolut recht. War nett, mit Ihnen zu reden. Ich habe nur Henry Ill verstanden, was immer das bedeuten mag. Nun, vielleicht hat der Inspektor seine Pfeife verschluckt. Er meint möglicherweise Henry Hill. Ihre Menschenkenntnis ist nicht zu unterschätzen, Doro. Dankeschön. Nichts zu danken. Entschuldigen Sie bitte, die Freundinnen von Commissioner Holvestons Frau sind hier. Ah. Oh, denen ist doch der Schmuck gestohlen worden. Ganz recht, und die Damen sind furchtbar erregt. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ich werde ein nettes, sensibles Gespräch mit den Bienen führen. Das sind Inspektor Hammer und Detective Doro. Sehen Sie sich Ihre Frisuren an, Hammer. Das sind keine Frisuren, das sind Wohnbauprojekte. Also gut, ihr Schnecken, ich habe von eurem geklauten Schmuck gehört. Will dazu nur sagen, Pech gehabt, ihr Süßen. Hammer! Überall auf der Welt hungern die Menschen und die heulen sich die Seele aus dem Leib, weil ihre Klunkern abhanden gekommen sind. Ich meine, das ist doch pervers. Ein ganz schäbiges Verhalten ist das. Diese Frauen sind hier, um getröstet und nicht angepöbelt zu werden. Hey, mein Daumen bringt mich um. Hören Sie mich vielleicht jammern? Na schön, seht zu, dass ihr verduftet, bevor ich euch wegen auffälligen Konsums verhafte. Entschuldigen Sie bitte. Es mag unpassend klingen, aber zu welchem Friseur gehen Sie? Oh, wissen Sie, ich gehe zum Duke of Kerr, ein Damen- und Herrensalon. Fragen Sie nach Sir Guy. Mit ihm bin ich äußerst zufrieden. Danke sehr. Augenblick mal, Doro, so wollen Sie doch nicht aussehen, oder? Ihr süßer kleiner Kopf ist gar nicht geeignet für ein derartiges Gewicht. Ich habe mir mal die Diebstähle etwas näher angesehen. Alle fanden am Vormittag statt, als die Frauen beim Friseur waren. So, als sie gewaschen und gedauerwählt wurden, hat man sie gleichzeitig beraubt. Jemand hat ihre Villen beobachtet und gewusst, wann ihre Termine sind. Ja? Ich bin es, der Blindgänger. Kugel? Herr Susledge, ich habe ein paar Informationen für dich über den Villeneinbrecher. Aber dieses Mal möchte ich, dass du mich beim Bogenschützenwettbewerb triffst. So, Blindgänger. Verschone mich in Zukunft mit deinen dummen, ausgeklügelten, kostspieligen Ideen. Ich will was haben, was sich lange aufhält und billig ist. Zum Beispiel die $25 Bushaltestellennummer, okay? Ja, die Sache hat nur einen Hakenhammer. Sie kostet jetzt 50 Oschis. Was? Wieso? Das ist eine Preiserhöhung. Das Finanzamt bringt mich um. Die wollen meine Werbungskosten nicht akzeptieren. Hammer? Thank you.
sein. Halt! Hilfe! 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 Nein, Hilfe! Ich bin es, der Hilfe braucht, Lady! Hilfe, ich werde keine Aufregung, ich bin Polizeibeamtin. Sie brauchen nicht hier zu bleiben. Ich nehme ihn fest. Danke. Ah. Was ist? Sonderangebote für Waffen. Und wo ist die Nachricht? Ja, doch, ja, doch. Das nächste Opfer des Villeneinbrechers ist Felicia Waterhouse. Morgen um 2 Uhr mittags. Perfekt. Dann nageln wir ihn fest. Ja, das werden wir tun, denn langsam habe ich das Kinderspiel satt. Ich will wieder was Aufregendes erleben, wie Leute abknallen. In Ordnung, verstanden. Over. Unsere mobile Einheit hat mir gerade mitgeteilt, dass Mrs. Waterhouse Auto vor dem Frisiersalon parkt. Na, sieh mal einer an. Los, kommen Sie. Er bewegt die Lippen. Er versucht, uns etwas mitzuteilen. Meinen Sie, dass ich in den Himmel komme? Nie im Leben, Sie Gesetzloser. Das muss wohl ein Scherz sein. Der hat vielleicht Vorstellungen. Keine solche Kennzeichen, das ist ill. Er sagt, die Beschreibung passt auf Ill. Na, ich meine Ill. Sind Sie ganz sicher? Er hat ihn perfekt beschrieben. Bis auf die Reifenspuren auf seiner Brust. Fragen Sie, ob Hill ein Einzelgänger ist. Hat Hill, Ill gewöhnlich allein gearbeitet? Ach, das ist allein. Nein, noch nie allein gearbeitet. Noch nie allein. Er hat nie allein gearbeitet. Der hat tatsächlich seine Pfeife verschluckt. Hoffentlich brannte sie nicht noch. Ich habe eine Idee. Oh, langsam benehmen Sie sich wie ein Mann. Warum gehen Sie nicht mal zum Friseur? Jetzt enttäuschen Sie mich aber, Doro. Ich bin Nihilist, kein Visagist. Hammer, alle Frauen haben sich von Sir Guy frisieren lassen, während ihre Villen ausgeraubt wurden. Was sagt Ihnen das? Sie sehen trotz Ihrer teuren Frisuren immer noch bescheuert aus. Nein. Was dann? Sir Guy hat höchstwahrscheinlich was mit den Diebstählen zu tun. Warum gehen Sie nicht hin und locken was aus ihm raus? Warum gehen Sie nicht hin und lassen eine kleine Haarwurzelbehandlung machen? Vielleicht sollte ich doch gehen. Boris, kümmere dich um meine Haare. Dein Problem, Schnulli, ist folgendes. Dein Haar hat kein Konzept. Was meinst du damit, kein Konzept? Nun, es passt nicht zu deinem Köpfchen. Nun, wie bist du zu mir gekommen? Mit dem Auto. Tatsächlich. Hat mich irgendjemand weiterempfohlen? Nur so ein verdammter Blindgänger namens Hill. Hill. Henry Hill. Henry Hill. René, du siehst allerliebst aus. Wunderbar. Das ist sehr bedauerlich mit Henry. Ja. Nun, dann müssen wir eben ohne den alten Henry weitermachen. Weitermachen? Seine Berufung und meine waren ein und dieselbe. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, weißt du, der Schmuckhandel kann äußerst lukrativ sein. Ganz recht, er ist nicht übel. Du solltest mir vielleicht eine Adresse aufschreiben, bevor du meinen Laden verlässt. Wo darf ich das wirklich? Oh ja, ich werde dich in meine Kundenkartei aufnehmen und dann bekommst du regelmäßig ein kleines Fläschchen Haarwasser geschickt. Wie großzügig. Nun, ich tue doch alles für einen befreundeten Landsmann. Schön, das zu hören.
God shaves the king. Queen. Hey, Junge, verwirr mich nicht. Bitte also. Wenn ich den schnappe, hat er mich das letzte Mal gestylt. Hallo Schnulli, ich war gerade in deiner Nähe und dachte, ich schau mal vorbei. Na, wie gefällt dir mein neues Konzept? Das einzige Konzept, das ich noch mehr hasse, ist Schusswaffenkontrolle. Hm, vielleicht war ich mit dem Festiger zu spendabel. Na schön. Wie du vielleicht weißt, hat mein Freund Henry mit mir und jemand anderem zusammengearbeitet, der ungenannt bleiben will. Oh, das ist aber unschön, wenn man jemanden nicht persönlich anreden darf. Wir möchten gern, dass du für uns arbeitest. Oh, wirklich? Wir möchten, dass du in die Villa einer Kundin einbrichst, während sie in meinem Salon ist. Oh, das ist so eine Art Waschen- und Eintaschenjob, nicht wahr? Welche Dame steht denn auf der Liste? Eine Mrs. Morgan Olvestand. Die Frau vom Police Commissioner. Lass mich darüber nachdenken. Ich rufe dich morgen früh an. Einverstanden. Abgemacht. Cheerio. Ciao, Schnullibulli. Es ist ein ganz einfacher Plan, Sir. Nun, wenn er Ihnen eingefallen ist, dann muss er einfach sein, stimmt's? Na schön, dann schießen Sie mal los. Sie geben uns Ihren Schmuck, schicken Ihre Frau zum verabredeten Termin zum Friseur und später erzählt Hammer Sir Guy, dass er ihn gestohlen hat. Aber bevor ich ihn übergebe, werde ich ihm sagen, dass ich das Gehirn hinter der Operation kennenlernen möchte. Na schön, machen wir es so und knacken diesen Fall. Danke, sehr gut. Ich bin mit Ihnen zufrieden, Doro. Hammer, das ist ein ganz gemeiner Haarschnitt. Sie sehen jetzt noch blöder aus. Schnulli, Bulli. Hier ist Schnulli. Ich habe mich dazu durchgerungen, dass ich den Fassadenkletterjob mache. Haben Sie so etwas schon mal gemacht? Gewöhnlich breche ich die Vordertür auf, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber ich bestehe darauf, dass ich dich begleite, Schnulli. Nein, nein, das ist nicht nötig. Nein, das ist doch viel zu umständlich. Ich arbeite ohne Netz und ich schaffe das. Ausgezeichnet. Aber sieh doch, ich breche gern ein und weise dich ein. Wir treffen uns um 9:30 an der Overstand Villa. In Ordnung, 9:30. 9:30 was? Inspektor Hemmer, das hier ist der Holvestand-Schmuck. Wissen Sie, da hat sich eine kleine Klippe aufgetan, Sir Guy. Ich meine, Schnullibulli will mich in Aktion sehen. Von mir aus. Das klingt nicht gut. Hm. Sie haben doch noch nie einen Einbruch begangen, oder? Ja, wissen Sie, irgendwann muss man den Anfang machen. Auch Zwerge haben klein angefangen. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Ich werde Ihnen Rückendeckung geben. Ich bin es, Sir Guy. Mrs. Holvestand ist pünktlich eingetroffen. Sagen Sie ihr bitte, ich stecke im Stau. Sie möchte warten. Hoch und dann drüber. Dann steigst du durchs Fenster ein. Gib dir Mühe. Wird schon klappen. Das ist ein Albtraum. Ja.
sei Dank bin ich nicht barfuß unterwegs. Ganz brav. Da unten will nichts Böses von dir. Ganz ruhig. Nicht knurren. Okay. Braves Hundchen. Wirst du wohl? Gleich beiß ich zurück. Oh, warte. Au! Emma! Überrascht mich zu sehen. Wieso, komisch? Sie wohnen doch hier, treu. Das ist es nicht, was ich meine. Ob ich überrascht bin, dass Sie dahinter stecken? Nein, jeder Idiot kann sich das ausmalen. Darum ist es Ihnen gelungen. Natürlich. Ein Police Commissioner kann sich nur dann eine große Villa und Schmuck leisten, wenn er bestechlich ist, sie aufzuknauen. Oder wenn er einen Haufen Kleingeld im Couchkissen findet. Ein Jammer, dass Sie das niemandem weitererzählen können. Auf meinen Befehl hin wird sie meinen Hund in Stücke reißen. Sehen Sie? Die Sache war von Anfang an gut geplant. Und jetzt räumen wir sie auch noch aus dem Weg. Keine Bewegung! Zerfleisch ihn! Mein Hund! Oh, Ihrem Purzel geht es gut. Aber nicht mehr lange. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Sie haben mein Flugzeug abgeschossen. Sie sind wohl wahnsinnig. Nein, denn Sie haben meinen Luftraum verletzt. Das ist nicht nett. Wir lieben unser Flugzeug. Werd erwachsen. Mädchen sollen Stewardessen werden, nicht Piloten. Guten Abend. Hm? Was? Es ist doch erst kurz nach drei. Na, von mir aus guten Abend. Eins, zwei, drei. Oh! Oh! Hast du kein Auge im Kopf? Geh von der Straße! Pass auf, was du sagst, Fettbacke! Entschuldigung, das war mein Fehler, Officer. Bitte, gehen Sie in Ruhe über die Straße. Warum nicht gleich so? Was ist denn? Hey. Jed, unser Befehl lautet, ihn lebend zu fangen. Wir kriegen ihn noch! Was ist denn? Спасите! Спасите!
Basilja! Jetzt hör mal zu, du Kommunist! Ich bin nicht auf dem Weg zu den Abrüstungsverhandlungen! Oh, was aus, das Basilja! Deutsche! Stehen bleiben! Lass meinen Arm los! Hier gibt es keine Goldmedaille zu gewinnen! Du musst nicht betrügen! Sie müssen mir helfen! Hey, du bist Kommunist! Hier ist nicht zu helfen! Diese Männer! Sie wollen mich töten! Das ist ein guter Vorsatz! Gott schütze Amerika! Das war aber ein Volltreffer unter die Gürtellinie. Oh nein! Nein! Bitte! Bitte! Wehe, das ist ein fauler Trick. Ich schwöre, ist kein Trick. Nein. Ja, kommen Sie. Okay. Danke sehr. Hemmer, nach Auskunft der Botschaft ist das Professor Bronski. Ja, genau das bin ich. Ja. Wenn er Professor ist, wieso hat er dann immer noch diesen blöden Akzent? Professor, haben Sie eine Ahnung, wer diese Männer waren? Ich bin ganz sicher, sie waren vom KGB. Ich bin aus der Sowjetunion geflohen, das war vor 3 Monaten. Ich verstehe das nicht, ich bin kein Kernforscher. Ich beschäftige mich mit dummen grünen Algen. Vielleicht versucht man sie zurückzuholen, weil ihre Forschungen von Bedeutung sind. Ja, oder haben Sie viele unbezahlte Rechnungen zurückgelassen, haben Ihre raschen Expresskarte überzogen? Sollten wir nicht die CIA verständigen? Niet, niet. Die CIA könnte haben die Spione vom KGB. Man kann niemandem mehr trauen, CIA, KGB, LSD. Der Einzige, dem ich traue, sind SIA, Sie. Der Professor muss nach Springfield fliegen, um an einer Konferenz auf höchster Regierungsebene morgen teilzunehmen. Captain, das bedeutet, dass er 2-mal die Maschine wechseln muss. Flugzeuge bedeuten Flugplätze und Flugplätze bedeuten Ärger. Ganz recht. Da geht schnell mal ein Koffer verloren. Aber muss ich unbedingt nach Springfield reisen? Captain, ich denke, wir können den Professor nach Springfield bringen, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Wir bedienen uns einer alternativen Transportmethode, die in Vergessenheit geraten ist. Das ist eine großartige Idee, Doro. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn. Nein, Hemmer. Ich meine den Zug. Das ist auch eine großartige Idee, Doro. Das habe ich mir schon immer gewünscht, in einem engen Abteil mit einem akademischen Kommunisten zu sitzen. Okay, Rotfeder, jetzt bist du in Sicherheit. Kein Mensch auf der Welt weiß, dass du hier bist. Professor Bronski! Flossen hoch an die Wand, keine Bewegung! Nein, Sekunde, Inspektor Kramer, das ist Dr. Johansen. Sie ist Gastdozent an Universität, wird halt einen Vortrag bei Konferenz. Ich komme aus Oklahoma. Ja, und wieso fahren Sie Zug? Nun, ich sage es nur ungern, aber ich habe Flugangst. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Außer vor dem Weihnachtsmann. Sarah, bitte sagen Sie mir, in welches Abteil sitzen Sie? Ich hatte Schlafwagen gebucht, 3 Waggons weiter, aber offenbar ist der Zug überbucht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, ich wünschte, ich könnte Ihnen bieten an mein Bett. Entschuldigen Sie, in meinem Abteil ist noch Platz. Sie können es gern mit mir teilen. Oh, ich danke Ihnen. Das ist wirklich sehr nett. Darf ich die Herrschaften hier entlang, bitte? Professor. Die Eisenbahn klagt seit Jahren über sinkendes Fahrgastaufkommen, aber das geht doch wirklich zu weit. Ich denke nicht daran, mein Abteil mit einer Kuh zu teilen. Ja, ich habe schon seit Jahren geschworen, das nie wieder zu tun. Was soll das heißen, nie wieder? Ich habe Ihnen doch erzählt, dass ich verheiratet war. Tut mir wirklich leid, aber man hat aus Versehen den Viehwagen angehängt. Jetzt fahren die Viecher in die falsche Richtung. Ach, das macht nichts. Morgen früh gibt's dafür ein Glas frische Milch. Was soll denn das, Kumpel? So, da sind wir. Bitte, ziehen Sie sich was an. Warum sollte ich? Tja, darüber werde ich nochmal nachdenken. Darf ich bitten, hier ist Ihr Abteil, Sir. Und das ist für die Damen. Professor! Angenehmer Reise. Was ist los? Ich habe Klaustrophobie. Habe ich 10 Jahre meines Lebens auf engstem Raum verbringen müssen. Sie waren im Gefängnis, was? Nein, ich hatte Luxuseigentumswohnung in Moskau. Oh, ich brauche wirklich Frischluft. Nein, die gastliche Stätte werden Sie nicht verlassen. Draußen könnten Sie gekidnappt werden. Wollen Sie vielleicht, dass Ihr Foto auf einem Karton mit Borscht endet? Sie haben recht, Sie haben recht. Ich muss also die ganze Fahrt über in diesem Abteil bleiben. Aber es gibt nur 2 Dinge, die mich entspannen. Erstens Schach. Und das Zweite? Sex. Schach wird Ihnen Spaß machen. Ist sehr gut für die Nerven. Als ich Polizist geworden bin, habe ich mir die Nerven rausnehmen lassen.
Sieh dir diese Schönheit an. Sie ist an Anmut und Grazie kaum zu überbieten. Rimski. Korsakow. Kommen Sie rein, Genossin Markovic. Da durch Ihre Inkompetenz die Entführung vermasselt wurde, soll ich Sie beaufsichtigen. Ich werde dafür sorgen, dass der Professor Springfield nicht erreicht. Wir werden ihn aus dem Zug werfen, noch bevor wir in Phoenix sind. Das will ich hoffen. Ihretwegen. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ziehen Sie das an. Mit diesen dekadenten bourgeoisen Jacken können Sie sich im Zug bewegen, ohne den leisesten Verdacht zu erregen. Und jetzt übt Ihr amerikanische Kellner zu sein. Welchen Bürger empfehlen Sie uns? Einen Wolga-Bürger mit einem Schuss sibirischem Arbeitslager. Aber Genossin, was haben Sie denn? Sie sind zurzeit in Moskau der letzte Schrei. Sie haben recht. Verzeihen Sie mir. Zwei Männer sitzen sich am Schachbrett gegenüber. Wir sind gar nicht so verschiedene Menschen, Inspektor Hammer. Eins scheinst du zu vergessen, Ruski. Ich bin in den USA geboren. Und hab die Nase vorn. Ich kann mich nicht so recht an eure amerikanischen Sitten gewöhnen. Was meinst du damit? Redefreiheit, das Recht, Waffen zu tragen, Dinge, die ihr Ruskis nicht kennt? Das russische Volk ist Opfer seiner Führer. Genau wie das amerikanische. Sei still und verwirr mich nicht. Jetzt lass uns mal ein Spiel spielen, das mir auch gefällt. Eine kleine Zielübung. Was ist das? Das ist eine Zielscheibe. Sag bloß, du hast noch nie eine Zielscheibe gesehen. Hallo. In Russland üben wir das Zielschießen auf Dissidenten. Ach ja, hierzulande nennen wir sie Liberale. Falls es Ihnen nichts ausmacht, ich bin zu nervös, um das zu spielen, Inspektor. Na fein, okay, in Ordnung. Rotbäckchen. Hier drin ist wirklich stickig. Ich brauche Frischluft. Oh. Das ist ganz recht. Das ist ein verdammt stickiges Event. Ja, ich gehe mal raus und sehe nach, ob die Luft rein ist. Ich meine, ob man sie schnappen kann. Gut. Der letzte Wagen, Drecksky. Ich schicke dich nach Hause zum Mütterchen Russland. Und dann, nach einem langen Urlaub in Sibirien, gehst du auf deine Datscha zurück, angelst dir eine 300 Pfund schwere Verlobte und gehst dann freiwillig zu deinem Job in die Zementfabrik zurück. Hey, was ist denn los? Bist du arbeitsscheu? Du fauler Kommunist! Was nimmt man nun? Glasnost? Es ist schmutzig, aber die Luft ist rein, Wronski. Wronski! So, ihm steckt er bloß. Was tun Sie da? Ich habe meine Fahrkarte verloren. Denken Sie nach, wo war sie zuletzt? In der Jackentasche vom Professor. Hammer, Sie haben doch nicht den Professor verloren. Spulen Sie sich nicht auf, wissen Sie, wo er ist? Nein. Okay, ich habe ihn das letzte Mal gerettet. Jetzt sind Sie dran. Verzeihen Sie, Professor. Das war ein Reflex. Ich muss jetzt aber wirklich frische Luft schnappen. Von jetzt an lässt keiner den Professor aus den Augen. Keine Sorge, Doro, er hat sie doch wieder angefunden. Hey,
Hey, wenn Sie damit nicht aufhören, Lady, muss ich Sie in den Spitzkasten nehmen. Oh, bitte, bei mir um 8. Der Professor ist weg. Sie haben recht. Wir müssen bis zum nächsten Tunnel warten. Vielleicht ist er dann wieder da. Nein? Entschuldigen Sie bitte. Waren Sie nicht gerade nebenan? Wir fahren zum Zwillingskongress nach St. Louis. Was kommt als nächstes ins Werk mit einer Riesennase? Nach einem Bahnhof sieht das aber überhaupt nicht aus. Da hat jemand die Notbremse gezogen, um den Professor aus dem Zug zu schmuggeln. Ui, jetzt wird es aufregend. Was tun Sie da? Ach, gar nichts. Ich habe nur so geredet. Hören Sie zu. Sagen Sie dem Schaffner, der Zug soll weiterfahren. Ich versuche, den Professor zu finden. Hey, Kumpel, willst du mir einen Knopf annähen? Hammer! Das sind Geheimdienstleute. Die wollen mich nach Russland zurückbringen. Du kennst doch den Spruch. Ein Unglück kommt selten allein, Rotbäckchen. Oh, da sind sie ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Will mich jemand zum Essen begleiten? Ja, da. Ich nicht. Ich werde mir die beiden roten Brüder schnappen und dann werde ich sie zwingen, russisch Roulette zu spielen. Aber mit einer Kugel in jeder Kammer. Hammer, Hammer, meinen Sie nicht, dass wir uns vorrangig um den Professor kümmern sollten? Ist gut, ich gehe essen. Ich hasse es, mit leerem Magen töten zu müssen, aber diesmal werde ich nichts riskieren. Inspektor Hammer, ist das wirklich notwendig? Du warst ja, Chimina. Jasnajo Tua, Stjolas Djelaju. Lass uns gehen. Nein, warte. Nein, geh mal darüber. Nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Keine Panik, ich hab doch den Schlüssel. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Hey, er muss hier irgendwo rumliegen. Nicht zu sehen. Oh. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Wo ist denn der alberne Schlüssel? Wieso gehen wir nicht erst mal essen? Na gut. Aufstehen, Rotbäckchen! Lass uns gehen. Wir suchen ihn nachher. Aber eins kann ich dir flüstern, Rotbarsch. Ich klebe an dir wie ein nasses T-Shirt. Oh, ich danke Ihnen, Inspektor Hammer. Was soll das? Liebes Grüße aus Moskau. Professor, ich verstehe nicht, warum die Russen Sie unbedingt zurückhaben wollen. Ja, das wundert mich auch. Schließlich haben sie nichts erfunden, womit man Amerika zerstören kann. Das ist auch nicht nötig. Hammer kann Amerika allein zerstören. Ja, ich habe auch schon darüber gedacht nach. Es könnte das Geheimprojekt sein, an dem ich habe gearbeitet, genannt Operation Kürbis. Operation Kürbis? Das klingt ja ekelhaft. Ist das so ein Ernährungsprogramm, wo alle Kürbis essen sollen? Nein, Inspektor Hammer. Hinter Operation Kürbis steht der Plan, alle Regenwürmer aus ihren Boden zu entfernen. Ohne Regenwürmer würde Amerikas Landwirtschaft zusammenbrechen. Das spricht auch mit Regen und Würmern zusammen. Falls Operation Kürbis erfolgreich ist, gelingt es Russland, die gesamte Lebensmittelversorgung der Welt zu kontrollieren. Also, ich bin gut versorgt worden. Ich kann Ihnen sagen, ich bin Hunger. Hunger. Nicht so hektisch, Rotkehlchen. In Sibirien schieben die Menschen Kohldampf und Sie spielen hier mit dem Essen rum. Kommen Sie. Kommen Sie. Hunger. Ja.
Warten Sie. Die Logik muss obsiegen. Sekunde, lassen Sie mich nachdenken. Es ist unmöglich. Gute Nacht, Sarah. Gute Nacht und vielen Dank. Ja, so ist es gut, ganz hervorragend. Gute Nacht. Vielleicht sollten wir entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich muss ganz langsam, Rotbäckchen. Seid ja wie Tiere. Sie kapitalistischer Narr. Sie sind wie alles andere, was die USA herstellt. Schäbig, billig und wertlos. Okay, Lady, das reicht. Sie können mich beleidigen, aber nicht den amerikanischen Arbeiter. Na schön. Stehen Sie auf. Wieso sollte ich das tun? Wenn Sie mich erschießen, liege ich wieder unten. Hier wird ausgeschaltet. Gegen, dass die Frau nicht aus Oklahoma ist. Okay, Doro, Sie bewachen diesen Ausgang. Aber Sie täuschen sich. Ein Mann. Woher wussten Sie das? Ich habe festgestellt, dass wir beide das gleiche Aftershave benutzen. Ja, so sehen die Finger ein gutes Stück länger aus. Die Farbe steht Ihnen wirklich ausgezeichnet. Die machen vor nichts halt, die kennen kein Pardon. Unglaublich. Ein Top-Agent als Frau verkleidet. Direkt zum Reinbeißen. Ja, es wird noch eine Menge Schnee fallen in Sibirien, bevor du aus dem Knast kommst, Kumpel. Oder Schätzchen.
Wie immer man es sehen will. Er wandert nicht ins Gefängnis. Wie kommen Sie darauf? Die Russen wollen ihn unbedingt zurückhaben. Es ist ein Agentenaustausch geplant. Na Spitze, und was kriegen wir? Noch ein paar Bolschoi-Haupt holen? Nein, wir kriegen dafür einen Journalisten zurück. Oh, großartig, als ob wir nicht genug davon hätten. Du musst ja ein ziemlich großes Tier sein. Ja, mein Land hat ein Vermögen für mich ausgegeben. Hormonspritzen, Elektrolyse und feine Garderobe. Das haben Sie alles investiert, damit du ein KGB-Killer wirst? Nein, Sie wollen, dass ich an der Wahl zur Miss Eiserner Vorhang teilnehme. Uah. Ich habe mich eben verknallt. Heiraten Sie es doch!